Wenn du jetzt singst, dann fange ich an, Nenia Player zu öffnen. Sehr witzig. Nö, es. Mein Bruder mal eben was suchen. Ist gleich wieder da. Ja, okay. Schon wieder da, hat sich schon erledigt. Jetzt musst du rüber auf die andere Seite. Das wird jetzt ein bisschen knifflig, weil dir jetzt diese blöden Haken im Weg schwingen. Jetzt musst du wirklich verflucht aufpassen, nicht in die Haken zu latschen. Ich latsche nie in Haken. Ja, das sagst du immer. Du latschst nie in irgendwas. Ach, leck mich, ich bin reingefallen. Ins Wasser! Ins Wasser, nicht den Haken, ins Wasser! Ja, aber wer hat sich reingeschubst? Ich weiß, ich bin gemein, Leute. Aber ihr werdet in meinem Let's Play sehen, dass ich meistens nicht nur dumme Sprüche klopfe. Nein, das bringt dich hier nicht weiter. Au. So fällt's auf die Und Tanz bei mir wird werden Lara sämtliche Spitznamen kriegen, von Schnuckilein bis dumme Ziege. Wohl oder übel ist ziemlich alles. Da musst du mit Anlauf rüber. Das ist jetzt nämlich das Saugemeine. Das geht ja ohne Anlauf hier echt nicht. Oh, und du sollst mir jetzt leid tun, bloß weil er irgendwelche Probleme mit seinem FIFA-Spiel hat. Das soll er mir jetzt leid tun, oder was? Ey, wie jetzt? Nee, das lade ich. Das lade ich. Also, ich würde da keinen Handstand machen. Ja, hab ich gemerkt. Ey, fucking Scheiß. Lol. Das ist nicht lol. Ich geb dir gleich ein lol. Und zwar rechts und links um die Ohren. Tareka! Ah, okay, hat eben nicht. Ich hätte mich auch. Mit Anlauf darüber, das geht ganz normal ohne Zeit. Ja. Ey, geil, dein Bruder sagt ja und ich schaff den Sprung. Danke, Ralf. Fackel. Toll. Und jetzt dann gebe ich dir gleich den nächsten Tipp. Speichern! Die Rampe wirklich runtergucken, weil da liegt irgendwo das in einer kleinen Luke ein Secret. Das Beste ist, weil ich auf meine YouTube geschaut habe, ja, wie schon wieder schon. Ich würde da. Du musst da in diese Luke rein. Nein! Drinnen! Sorry, aber sowas macht Lara für gewöhnlich immer. Solange die nicht Wasser hat oder eine gerade im Boden lang, ist sie relativ schnell. Matsche. Lara Matsche. Ich würde mich an einer Stelle gleich rückwärts fallen lassen, genau und dann am Festkrallen. Sonst passiert das. Du hast ein Secret nicht. Ich hab gespeichert. Aber nicht das Secret. Ist mir egal. Mein Bruder meint, du hast gespeichert, das wäre ein Applaus wert. Och. Ja, schön. Dann musst du wirklich rückwärts und festhalten gedrückt. Ja klar, ich weiß, dass ich rückwärts und festhalten gedrückt lassen muss. Ich hab nur keine Lust, rückwärts und gedrückt zu halten. Mit keine Lust kommst du hier aber nicht sehr weit. Oder ich mache es so. Das geht auch, aber es kostet Kraft. Die Kraft reicht noch. Der Lieblingsspruch von Felix. Die Kraft reicht noch. Das ist nicht mein Lieblingsspruch, das ist ein Spruch, der einfach der Wahrheit entspricht. So, guck auch mal, den Sprung. Aber speichern. Den Sprung. Ich habe die Stelle früher so gehasst. Nach links. Links, genau. Und du brauchst keine Waffen zum zweiten Mal. Weil du kriegst jetzt erstmal meine absolute Lieblingsaufgabe im Spiel. Ja, ich liebe sie so sehr, dass ich sie einfach hassen muss. Viel Spaß beim Hochklettern. Verdammt. So, das dauert jetzt erstmal eine Zeit lang, bis Felix hier oben ist. Moment. Ich brauche eine Zeit, bis ich oben bin. Wie geht das? Das ist ganz lang da oben.
So, ich bin oben. Jetzt endlich. Hat lang genug gedauert, gell? Ich hab Musik gehört. Obacht, da drüben liegen Goodies. We need Goodies. Ah, jetzt hab ich ein bisschen Kopfschmerzen. Kenn ich. Wie gesagt, ich krieg das jedes Mal, wenn ich den Alarm im Vorturm höre. Ne, ich hab's jetzt durch Setbanging. Ich würde andersrum runterrutschen und Obacht, da ist ein Typ mit einer Knalle unten. Nein, das bringt dich das so nicht weiter. Ach ja, sagt wer? Wow, so habe ich noch nie gedacht. Der hat was zum Ballern dabei. So gewöhnlich, wenn man sich im Bohrturm die Waffen nicht holt, dann kriegt man die hier, die Automatikpistolen. Aber ich weiß ja mittlerweile, wo man die im Bohrturm auftreiben kann. Nach links brauchst du nicht. Nein, die Tür rechts kriegst du noch nicht auf. Da fehlt dir noch eine Karte zu. Die müssen wir uns jetzt erstmal holen. Zwischen den beiden Zäunen ist hier ein Loch, in das musst du rein. Und nicht mit Köpfer, das knallt, das lässt sich bloß zu manche werden. Köpfer killt einen. Der anscheinend auch. Du musst hinten an die Wand ran, dann rutscht sie runter. Ja, drück dich mit Anlauf hinten an die Wand und dann slidet sie ordentlich runter. Hat er Daten? Keine Ahnung, nicht gesprungen. Ich? Lara ist nicht gesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Ey, in der Ganze kann man das Loch nicht treffen. Ich hab gesagt, eleganter kann man das Loch nicht treffen. Du hast recht. Den Ausweg siehst du ja schon. Und jetzt dann wirst du dich gleich sehr freuen, weil jetzt dann geht's wieder an die Leiter. Die du so sehr liebst. Dann dreh ich gleich wieder die Mucke an. Wahrscheinlich so sehr liebt. Obacht. Das Stück kann man sich dann hier sparen. Gott sei Dank. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, welchen Teil wir nicht mehr klettern müssen. Aber immerhin, wir müssen den Teil nicht mehr klettern. Ja. Dennoch, für den Teil gibt es weiterhin Mucke. Das ist die Leitermucke. Yay. Ja, dann macht die Mucke jetzt rein, solange muss. Langwierig, ganz schön nervig. Moment, Handy klingelt. Mann, ich da. Ach, großartig. Ja, ich bin jetzt erstmal hier am. Ach, leck mich! So, Jan, wie kann ich helfen? Hi. Also, wie kann ich helfen? Ja, wie ich höre. Ja. Lass mich. Ist unüberhörbar. Es ist unüberhörbar, Jan, dass du auf einer Geburtstagsfeier bist. Tu das. Ach, man lebt, ich zocke gerade, mache ein LP und ich telefoniere mit dir, während ich das LP mache. Das heißt, man hört unser Telefonat jetzt mit in der Aufnahme. Und ich schwöre dir, ich lade es auch so hoch. Ich bearbeite das Ding nicht extra, ich mache das jetzt so. Du, Jan, du
bist jetzt live im LP von Tomb Raider Lara Croft 2. Herzlich willkommen! Wir haben Zuhörer. Ja, ich bezweifle aber, dass man dich hört, da ich nicht auf Lautsprecher spiele, sondern gerade wirklich nur mit einer Hand und das ist beschissen schwer. Ja, und nebenher spielen ist auch noch scheiß schwer. Ja, also ich freue mich auf deine Meldung, sobald du kannst. Ich mache erstmal hier weiter. Dann bis später. Nein. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. So, das war Jan, ein Klassenkamerade. So, und der hat jetzt hier gerade die Aufnahme. Jetzt dann Obacht. Zwei Hundis und ein Flammi, wenn du da reingehst. Flammhundis. Geilo, so mag ich sie am liebsten. Ich würde zuerst nach links und den Flammenwerfer ausschalten, dann kommen sofort von hinten die zwei Hunde. Ja, genau, links. Verrecken soll er! Wow! Ja, geilo, so viel dazu, also die Hunde kommen von hinten! Sorry, die Hunde kommen bei mir für gewöhnlich wirklich immer von rechts. Ich hätte es noch nie, dass sie bei mir links waren, ehrlich nicht, deswegen habe ich das jetzt auch gleich so gesagt. Also ich schwöre euch jetzt, ich bin voll zusammengezuckt. Ich habe gerade auch einen kleinen Schock bekommen, weil ich nicht wusste, dass die Hunde da... Siehst du? Für gewöhnlich sind die hier. Ja klar, ich glaube, ich muss tatsächlich einen Medic reinhauen. Oder nimmst du mal ein bisschen was Schärferes, waffenmäßig. Ich nehme nie was Schärferes, waffenmäßig. Obacht, da ist irgendwo noch ein Flammi. Wow! Fuck! Ach, meine Hunde, wo kommen die denn her, verdammt nochmal?